Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein Goblin Rush Deck vorstellen. Ja, der Name sagt schon alles aus, es geht um Goblins und es soll möglichst schnell gehen. Das Deck ist, aufgrund, dass es so viele Editionen beinhaltet, nicht in Standard spielbar, sondern ausschließlich in Historisch. Und dennoch möchte ich euch kurz zeigen, warum es sehr schnell gedacht ist. Ihr seht es an der Mana-Kurve hier oben, aber trotzdem irgendwie nicht immer so klappt. Der Feuerkling Stürmer. Für einen Mana, wenn auch so ist, hat Eile, das passiert bei uns aber nicht. Aber wenn er stirbt, fügt er ein Ziel Schadenspunkthöhe seiner Stärke zu. Goblin Brandstifter, quasi gleicher Effekt, nur andere Edition. Wieselreiter Blutkappe kann man für 2 Mana plus 2 plus 0 machen, ist ganz praktisch in dem Deck, weil wir recht schnell überschüssiges Mana haben. Der Zinnstraßenkadett, wenn er geblockt wird, kriegen wir einen Goblin-Spielstein. Ja, wir brauchen viele kleine. Die Flamme von Kelt ist eine geile Karte hier in dem Deck. Im ersten Mal werfen erstmal alle Karten ab, das ist nicht so toll. Im zweiten ziehen wir 2 Karten, das ist ganz gut, vor allem im roten Deck, damit wir ein bisschen nachziehen können. Das dritte ist das Maßgebende, eine rote Quelle, die wir kontrollieren. Falls sie Schaden zufügen würde, fügt sie so viel Schadenspunkte plus 2 zu. Das heißt, mit vielen kleinen machen wir hier heftig Schaden. Vor allem in Kombination mit Unheilförder Zirkus. Ja, wir merken uns, jede rote Quelle macht immer 2 Schaden mehr. Wenn eine Kreatur mit Stärke 1 oder weniger, die ich kontrolliere, angreife, fügt sie eine Kreatur... fügt den Spieler oder Planeswalker einen Schaden zu. Ja, also, meinetwegen, der greift an, das ist draußen, in der dritten Stufe und das ist draußen. Egal, was mit dem Angriff erstmal passiert, triggern tut das, macht einen Schaden, und da das draußen ist, macht es 3 Schaden. Und wenn er durchkommt, macht er auch nochmal 3. Das ist halt ziemlich geil und multipliziert sich, also wenn 3 angreifen, macht das Ding ja schon 9. Dann ist noch Anax drinne, gleich die Angabe, seine Stärke ist gleich eine Hingabe zu Rot, damit kann er ganz schön zuhauen. Und wenn eine andere Kreatur stirbt, kriegen wir einen Satyr-Spielstein. Auflodern ist, wenn wir viele draußen haben, schnell dann mal alle zu buffen, plus 2 plus 0. Goblin-Versammlung einfach nur, damit wir Goblin-Spielsteine kriegen. Torbahn, Tampfel und Blutal, auch eine geile Karte, quasi wo wie das hier, nur permanent. Alle roten Quellen fügen 2 Schaden mehr zu, mal ganz einfach gesagt. Die Kanonenbatterie, ganz selten zu spielen. Oberste Karte des Decks wird zu Beginn des Versorgungssegments entfernt. Wenn es keines Land ist, können wir sie spielen. Wir brauchen hier nicht viel Mana. Und ja, wenn wir den dritten Zauber in den Zug spielen, dann können wir sie transformieren und es wird halt zum Brandgeschossbollwerk. Das geht halt dann, wenn es mal klappt, dann auch recht schnell. Hier haben wir wieder ein Land, was auch gleichzeitig Schaden machen kann. Ganz praktisch. Wir brauchen allerdings viele Gebirge, denn wir haben die Zwergenmine drin und erst wenn wir 3 oder mehr Gebirge haben, kommt sie oder bringt sie uns einen Spielstein von 1-1, wenn wir sie spielen. Und Schloss Funkenhort, einfach um alle für 3 Mana zu buffen und ansonsten einfach nur als Land. Ja, so sieht das Deck aus. Und ja, ich möchte euch zeigen, wie das dann läuft. Unser erster Gegner ist Kai Dautz. Hoffe ich zumindest, dass ich euch ausgesprochen habe, wenn nicht, Verzeihung. Ja, wir könnten sagen, wir haben nur 2 Land auf der Hand. Das reicht bei dem Deck aber meistens. Glut, wir haben ihn jetzt hier. Wir hoffen, dass wir es einfach ein bisschen nachziehen. Es reicht erstmal für den ersten Rush. Aber ihr seht an sich eine schlechte Starthand, weil wir relativ viele unserer in Anführungszeichen teuren Karten haben. Ja, und er haut natürlich direkt was zu blocken aus. Ich spiele dann Wald, ziehe 2 Karten dann, okay. 3 oder mehr andere Gebirge. Gut, das können wir dann relativ spontan machen. Wir sagen erstmal Hallo. Machen wir zum Kleinen hier raus. Ob wir den als nächstes spielen oder den, hängt davon ab, ob wir was ziehen, was wir ansonsten noch spielen können. Oder ob wir ein Gebirge ziehen, das dann triggert. Gut, kein Gebirge. Das heißt, wir haben den dann getappt raus, das muss er aber noch nicht wissen. Gut. Dann haben wir nämlich im nächsten Zug 3 Mana zur Verfügung. Und können entweder das machen, um die zu waffen, oder uns Spielsteine holen. Je nachdem, was wir dann für angemessen halten. Mal schauen. Ein Deck-Tour-Deck. Ja, das ist natürlich geil. Das heißt, das müssen wir möglichst unterbinden. Mal sehen, ob er blockt. Das machen wir jetzt quasi daran fest.
Nö, macht er nicht, deswegen machen wir sie auch nicht. Sondern holen uns lieber ein paar Spielsteine. Noch können wir noch buffen. Jetzt haut er aber alles raus hier. Komm, getappte Spiel, du seist und kontrollierst einen Gebirger, tue ich. Wir können sie jetzt buffen, aber der sorgt eh dafür, dass alle roten Quellen 2 Schaden mehr machen. Von daher ist es quasi wie der Buff nur permanent. So, wenn er jetzt irgendwas mit Fläche hat, hat er wahrscheinlich gewonnen. Ansonsten haben wir quasi gewonnen. Ja, das heißt halt Goblin Rush, ne? Hoppla, okay, der hat was Geiles. Nö, doch nicht. Ist nicht schlecht. Ja, ein Friedhof dann ganz nächstes hier. Ist auch immer geil. Ich gehe mal davon aus, aber das war's. Ja, gutes Spiel. Greife mit allen an, aber damit ich meine Aufgabe habe, möchte ich noch einen Zauber wirken. Und jetzt machen wir halt fett Schaden. Ne? Ja, das war der erste Sieg mit Goblin Rush. Unser zweiter Gegner ist Noli Mad Angel. Okay, ein 2-Mana reicht erstmal für den Anfang bei dem kleinen Deck. Das dritte kommt bestimmt noch irgendwann. Hi. Witzig, sehr amüsant. Okay, vom getappten Spiel. Das war gewollt. Das kann den kaputt machen, klar. Aber können unsere eigenen ausspielen. So, wir greifen erstmal an. Dann können wir unsere 2 kleinen hier raushauen. Hübsch, ein Phönix. Blocken wir in dem. Ja, ein Chance, wir machen direkt auf ihn, alles andere bringt nichts. So, greifen wir mal an, mal sehen, ob er blockt. Wir können ja verstärken. Kann er sich den wiederholen? Klar kann er das. Wie viel muss man uns sein? 4 und 300 Karten aus dem Friedhof. Ja. So, oder ein anderer Nicht-Spielstein-Kreatur, die von uns stirbt, erzeugt einen einzelnen roten Saat für Spielstein. Okay. Das könnten wir angreifen, der macht uns aber gleich 2 kaputt. Deswegen machen wir das anders. Wir warten erstmal und dann nächstes Zug kann er eventuell kaputt machen. Wir können auch verstärken dann. Ich bin nur erstaunt. Warum hat er so viel mehr Handkarten als wir? 3 auf dem Friedhof, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6, 7, 8, auch 12. Also ich habe den jetzt mitgezählt, den müssen wir wegrechnen. Das ist ein Spielstein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11.
Okay, jetzt noch ein Schock raus bestimmt. Achso, ja, gut. Genau. Ich block nicht, bin ich doch. Ich bin nicht blöder. Erstmal greifen wir mit allen an. Wir könnten nämlich dann eventuell, wenn jetzt die beiden raushauen und die nächste zu buffen, massiv Schaden austeilen. Das ist irgendwie voll geil, dass sie mehr oder weniger selber spielen. Wenn er mit denen angreift, lassen wir natürlich durch. Macht er natürlich nicht, der ist ja nicht ganz blöde. Jetzt überlege ich, bringt es mir das Gewürg auf der Hand zu halten? Vorerst ja. So, wir greifen mit allen an. Selbst wenn er blockt, machen wir ihm alles kaputt und noch einen Haufen Schaden, vielleicht killen wir ihn sogar. Müssen wir kurz schauen, wie er blockt. Mhm. Spielstein gegen den. Ja, 3, 6, 9, 12. Haben wir gewonnen. Ja. Das war damit unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Locke. So. Zwergenminen sind toll. Ich hätte gerne nur noch ein paar andere Sachen, aber gut. Wir nehmen damit erstmal Vorlieb. Ich würde sagen, wir spielen den sogar erstmal getappt ein. Dann können wir ihn mal. Na gut, vielleicht spielt auch was. Je nachdem, was er spielt, wenn das erst dran ist. Mal gucken. Na, ja, noch ein Gebirg, klar. Oh, 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 vielleicht haben wir aber Glück. Das sollten wir nicht riskieren. Vielleicht haben wir Glück und ziehen noch eins. Und du wirst dann drei oder mehr andere Gebirge, wenn wir jetzt noch ein Gebirge ziehen, was ja sein kann. Ja, mach gut. Jetzt spielen die trotzdem schon mal getappt, weil wir nicht wissen, was kommt. Spannung liegt im Raum. Und es spannt sich immer mehr. Ja, irgendwann geht die Zeit aus. Ich weiß noch nicht, was er hat. Mit vier Handkarten und drei Mana kann man schon ein bisschen was anfangen. Vielleicht hat er ja tatsächlich gerade einen Zug im Kopf. Vielleicht aber auch nicht. Ja, wir greifen erstmal mit allen an. Mal schauen, was er macht. Immerhin, wir können gleich drei Blocker raushauen. So, na guck mal, was machst du? Du könntest zur Not sogar buffen, falls du irgendwas komisches versucht. Na gut, mach das. In der Zeit hauen wir noch drei kleine raus. Das wird ihn garantiert wehtun. In zwei Mana Neutralisationszauber gegen eine Mana Kreatur zu schmeißen. Überhaupt mal, er braucht Mana. So, jetzt ist es natürlich eine Frage, wie wir spielen. Ich spiele natürlich erstmal so. Könnten das spielen, wäre natürlich Quatsch. Wir spielen die. Schauen wir, was den nächsten Zug ziehen. Höchstwahrscheinlich können wir dann alle Karten verbrauchen. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgedacht. Na gut. Wir sind ja nicht in Eile. Ich hätte natürlich während der Kampfphase spielen müssen, klar. Ja, müssen wir unseren nächsten Zug bestimmt tun. Um deinen Zug, falls du nicht aus dem Friedhof und spielst, natürlich nicht. Blöd wäre, würde angreifen. Der Eidl? Ja. Greifen an, je nachdem wie ihr blockt, schauen wir mal, was wir machen.
so gegen den Desmond Spielstein, der bleibt am Leben. Gut, dann hauen wir jetzt durch. So, jetzt merkt er höchstwahrscheinlich, dass es auch langsam ein bisschen eng wird. Und er gibt auf. Okay, gut. Das war unser dritter Sieg. Da habt ihr gesehen, wie rushy das Deck wirklich funktioniert. Ist krass. Kann natürlich auch massiv schief gehen, aber Rush-Decks funktionieren momentan leider sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War spannend. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder vielleicht auch einen netten Kommentar freuen. Ansonsten alles Mögliche wegen Support und so weiter findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Da könnt ihr natürlich auch immer die Deckliste einsehen, wenn ihr gerne Lust habt, das nachzubauen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!